ihr Lieben! Hallöchen! Herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Hä? Spiel mit Kinderspielzeug? Ja. Kennst du doch, ne? Natürlich! Und wir machen wieder eine neue Challenge. Yes! Ich habe hier was vorbereitet, genau, zeig mal, Kahn. Das sind die Lottozahlen von dieser Woche. Nein, da sind... Wir werden Millionäre! Die Buchstaben von A bis Z sind da drauf. Schade. Wir müssen jetzt gleich jeder einen Buchstaben ziehen. Und dann haben wir, ich würde sagen, so eine Minute oder so Zeit und laufen hier überall im Gebäude rum und versuchen, 5 Gegenstände zu finden, die mit diesen Buchstaben beginnen. Ja, sehr simpel. Aber wir dürfen wirklich... Also, was heißt... Es kann natürlich sein, dass wir einen Gegenstand etwas anders benennen können. Ja, genau. Könnte sein. Okay, und es könnte auch sein, dass wir in der Zeit nicht so schnell was finden, weil mit Y oder mit X. Aber nehmen wir einen Timer oder treffen wir uns nach Gefühl wieder in der Wolke oder wie läuft das ab? Oder schreit einer rum, sagt Stopp? Ich würde sagen, wir treffen uns nach Gefühl wieder in der Wolke und wer fertig ist, kann ja einfach schreien. Einfach. Ja, das kann ich ja relativ gut. Wir hören uns schon. Genau, okay. Das kannst du ziemlich gut. Ich versuch's auch. Wir werden heute mit 2 Kameras natürlich wieder arbeiten, wie es bei einem extremen Verstecken so sein sollte. Das ist zwar diesmal kein Verstecken aber es geht in eine ähnliche Richtung. Genau. Willst du als erstes ziehen? Wir haben hier übrigens auch noch für jeden so einen Beutel, falls wir Sachen einsammeln. Dass wir ihr müsst wissen, Kathi ist eine Jutebeutel-Spezialistin. Gut, ich ziehe schon mal. Ich habe den Buchstaben G. G. Extra mit Strich drunter, damit es klar wird. Ja, G. Okay, gut. Könnten auch Hieroglyphen sein. Also das sah ein bisschen komisch aus. Ja, mit dem Strich drunter, damit man zum Beispiel das U und nicht mit dem C verwechselt. Okay, ich habe natürlich auch einen tollen Beutel. Den weihnachtlichen. Oh! Ja, ich freue mich, ganz ehrlich, ich freue mich schon auf Weihnachten. Wirklich? Ja, und eine Sache noch. Der Pullover ist nicht falsch rum. Das ist wirklich so. Also. Sieht zwar so aus, aber... Ja, ist ja egal. Ich dachte auch immer, du hättest den falsch rum. Nein, das ist wirklich so. Welchen Buchstaben hast du? Oh, Z. Z. Na gut. Nimmst du die andere Kamera? Ja, ich nehme die andere Kamera. Läuft. Auf die Plätze. Fertig. Los! Okay. Ich geh mal. Ah, ja, doch. Ich hatte hier eine Erinnerung. Wie krieg ich das denn hier rein? Nee. Ich dachte, hier wäre irgendwie so ein Gummiband. Könnte ja auch eine Marke sein. So, ich geh mal weiter. Was ist denn mit G? Oh, Mist. Ein Glas. Ja, ich nehme einfach dieses komplette Glas hier. Dafür muss ich natürlich immer die Kamera ablegen. Ich packe das Glas etwas hier rein, habe ich schon mal was. Glas. Gut, dann mal weiterschauen. G, G, G. G, 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 G. Fährt es jetzt gar nicht an. Ich höre schon da hinten Kahn schreien. G, ich schaue. Bitte nichts mit Z! G. G, Glückscent. Ich habe doch hier irgendwo ein Glückscent, oder nicht? Ich finde einfach hier nichts mit Z. Mann! Aber warte doch, hier ist doch... Einer heißt doch Zuma, glaube ich. Wie heißt der hier nochmal? Glücksbringer. Ja. Das ist ein Glücksbringer, dieses... Das passt doch, ein Glücksbringer. G. G. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Glitzer. Glitzer, Glitzer! Glitzer, Glitzer! Glitzer, Glitzer? 1, 2, toll, genau, Zuma ist jetzt nicht da, oder wie? Grün, vielleicht so ein... Doch, grüne Pflanze. Rein in den Beutel. Das ist der... Und... Zuma, der kommt jetzt auch rein. Weiter. Vielleicht haben wir ja was in unserem alternativen Studio hier. Ja, hier sieht's aus wie... Ich weiß nicht was. Ein Zelt. Ja, wie nehme ich das jetzt aber mit? Okay, wie soll ich das jetzt die ganze Zeit mitnehmen? Ich schau mal überall in die Schubladen. Ich finde hier nicht so richtig was mit G. G, 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 G. Vielleicht ist hier noch was mit G. Jetzt müsste ich mich auskennen, wie das hier alles heißt. Grümel, ein Grümelmonster vielleicht? Ein Gissen? Nein, 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 nein. Ah, ich hab's! Gas, Ballon. Wie sieht's aus? Fertig. Oh! Ab zurück in die Wolke. Oh, toll. Boah, perfekt. Ich habe noch Ballongas gefunden. Und damit habe ich jetzt 5 Gegenstände mit G. Dann zeig mir das. Ist ziemlich umständlich, mit der Tüte rumzulaufen und der Kamera. Ja, dann zeig mal. Gib mir mal die Kamera. Ja, dann zeig ich mal, was ich gefunden habe. Dann kannst du mir mal zeigen, was du so gefunden hast. Gas. Okay, passt. Dann habe ich ein Glas. Ja, passt. Ich habe einen Glücksbringer. Okay.
Und ich habe eine Grünpflanze. Okay. Und Glitzer. Ja. Ja, bei mir sieht es eigentlich relativ mager aus. Kann ich euch mal zeigen. Kannst du ja mal rausholen. Ja. Ich schau mal, was kann. Ich hatte eine Sache noch drüben, die habe ich aber nicht rübergebracht. Das ist eine Zewa-Rolle. Zewa-Rolle. Und? Das ist der Zuma. Ach, Zuma. Oh, ja, von Paw Patrol. Niedlich. Und dann hatte ich drüben noch ein Zelt in dem anderen Studio. Ja. Aber es konnte ich natürlich nicht jetzt hier mitbringen. Und mir haben noch zwei Sachen gefehlt. Aber ja, bei gut, Zelt aber ich finde das mit dem Zelt, das können wir schon zählen. Das, weil ich meine, das konntest du hier nicht rüber. Ja, aber trotzdem habe ich ja verloren. Ich habe ja nur drei Sachen. Sollen diese Runde habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Ja, hier. Das ist echt lustig. Kannst deine Kamera wieder übernehmen. Dann ziehe ich jetzt mal als erstes einen Buchstaben. Ja. Hey, bitte diesmal kein Y oder so. So, welchen Buchstaben hat Kahn gezogen? Y! Hey, bitte diesmal kein Y oder so. Kein Y oder so. Y oder so. Y, 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 Y oder so. Oh nö! Ist das dein Ernst? Wie soll ich... Gut, ich bin dran. Ey, da sag ich's vor und da kommt ein Y. So, jetzt guck ich mal, was ich hier hab. Und ich hab ein B. Ja, wow! Ja, jo. Toll. Dann? Ich versuch mal was. Ich finde aber auch mit G, ich bin so rumgelaufen und dann ist mir erst da hinten eingefallen Glitzer. Dabei haben wir hier so viel Glitzer in der Wolke. Ja. Ja, ich darf jetzt erstmal was mit Y suchen. Das genau. Das wird ein Spaß. Und ich. Das wird ein Spaß, Y. Was gibt's denn mit Y bitte? B. Okay. Dann würde ich sagen, wieder auf die Plätze, fertig, los. Los, los geht's, ja. Wir laufen hier rum und. Ich weiß schon, was ich nehme. B. Und ganz ehrlich, ich brauche noch nicht mal aus diesem Raum raus, weil ich gar keine Ahnung habe, was ich denn suchen soll. Ich weiß schon, was ich mit B jetzt als nächstes suche. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. B, was habe ich denn mit B? Also ich denke gerade, ach, Ball, genau. Ich war auf der Suche nach einem Ball. Dann schaue ich mal hier. B, 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 B. Würfel? Nein. Das könnte hier YouTuber-Knete sein. Ist zwar intelligente Knete, aber da sind ja auch YouTuber, die drauf. So, was ist denn hier noch? B. Ich weiß nicht, ob man. Aus? Darf man auch zwei Bälle und dann hat man zweimal Ball nähen? Nein, das geht ja nicht. Okay. Das wäre zu einfach. Das wäre ja zu einfach. Das wäre viel zu einfach. Vielleicht ist hier irgendwas anderes Gutes noch. Squishy. Ah, ich hab was, ja, ich hab was, ich hab was. Mit B. Hier. Yu-Gi-Oh! Karten. Ja, Yu-Gi-Oh! Karten ist Nummer 2. Ich hab das Gefühl, Kahn hat irgendwie schon einiges gefunden mit B, mit Y. So, mal schauen, ob hier noch was mit B ist. B. Das Brümelmonster. Ah ja, B. Ein Block. Ein Notizblock. Ist schon wieder durch? Nee, noch nicht ganz. Eins fehlt mir noch. Ein Bissen. Ah nein, ein Brümelmonster. Ein. Was haben wir denn hier noch? B, B, B. Ah, nein. Oh, du bist an was vorbeigelaufen. Ich könnte dir sogar helfen. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Baby, baby born. Oh. Ich geh schon mal zurück in die Wolke. Hast du schon 5 Sachen? Nein, aber ich bin doch auch keine 5 Sachen. Ich muss eine Baby born noch finden. Hier. Oh, ist mir eben gar nicht eingefallen. Ein Baby, baby born. Ich bin ziemlich bepackt hier mit den ganzen Sachen. Du bist fertig, ne? Jo, ich bin fertig. Die zweite Runde, aber was habe ich eigentlich für Buchstaben? Kannst du mir das mal erklären? Wir können ja noch eine Runde machen und dann hoffen wir, dass du einen besseren Buchstaben hast. Ja, bitte. So, dann zeig mal her, was du hast. Also, ich habe eine Babyborn. Du hattest B, ne? Ja, B. Okay. Einen Block, einen Ball, eine Batterie und eine Blume. Du bist eben am Batman vorbeigelaufen. Ach, Batman. Den ja, Babyborn bin ich auch dran vorbeigelaufen. Das ist mir erst später wieder eingefallen. Ja, du bist schon aus der Puste, ne? Ja, bei mir ist es eigentlich relativ easy gewesen. Ich zeig dir das mal kurz. Ja. Ich habe nur 2 Sachen gefunden. Bei dem einen war ich sehr, sehr kreativ. Und zwar ist das YouTuber-Knete. Ja. So habe ich sie genannt. Ist in Ordnung. Und Yu-Gi-Oh! Ah. Mehr habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ja. Schade, schon wieder. Y ist aber, finde ich, auch ein sehr, sehr schwieriger extrem Buchstabe. Extrem schwierig. Wollen wir noch eine Runde spielen? Eine Runde machen wir noch. Hoffentlich hast du jetzt einen coolen Buchstaben. So, jetzt ziehe ich nochmal. Also, ja. Jetzt muss mal hier was Vernünftiges reinkommen.
W. Hm. Oh, okay, W geht aber. Ja, geht, geht. Da könnte man vielleicht tatsächlich was hinbekommen. Okay, jetzt okay, du. Dann ziehe ich. So, und ich habe... Ah, Q. Q, ja, das wird ziemlich schwer, glaube ich. Ja. Gut. Na gut, los geht's. Mein Beutel brauche ich natürlich wieder. Und Q. Eine Sache kann direkt hier Q. Q, was ist denn mit Q? Das ist ja total schwierig mit Q, oder? Wand eigentlich. Q. Ne? Aber ich... Ich denke die ganze Zeit an Qualle, aber... Oder Quelle. Qualle, Quelle. Aber sowas finde ich ja hier nicht. Schau doch mal schnell. Q. Was? Q, Einhorn? Nein. Das ist keine Q. Q, Q, Q. Habe ich hier wieder irgendwas? Minecraft, Nerf, Iron Man, Lampe, Hot Wheels, Pfand. Ah, Quasten oder so. Wie heißt das denn nochmal? Es ist doch hier... Nee, sowas ist das nicht. Das ist, sieht ein bisschen anders aus. Das nennt man doch Quasten. Wenn das auch so aus Wolle ist. Aber jetzt weiß ich gar nicht, ob ich habe auf jeden Fall schon mal sowas gebastelt, aber ob ich das hier noch irgendwo habe. Vielleicht da hinten an dieser armen, vertrockneten Pflanze oder so. Nein. Mist. Nee. Euch fallen bestimmt jetzt ganz tolle Sachen gerade ein, aber mir nicht. Ich bin schon wieder hier gelandet. Das ist eine Tafel. Ah, Würfel. Würfel. Quark. Quark. Quark, naja, ich glaube, einen Quark werde ich hier nicht finden. Eine Wanne? Das könnte ja eine Wanne sein. Oder? Ja, das könnte eine Wanne sein. Das sind schon mal drei Sachen. Wie heißen die hier alle? Ach ja, Batman habe ich ja eben übersehen. Bestimmt hat Kahn diesmal schon total viel gefunden. Nein, habe ich nicht. Nicht? Ich habe noch gar nichts, Kahn. Ich habe drei Sachen bisher. Ja. Wolle, Wolle. Hier hat doch Eva immer ihre Sachen. Wo ist denn hier die Wolle? Wolle, 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 Wolle. Ah, oh. Ist das da etwa Quark? Den hat hier jemand stehen lassen. Aber ich glaube, das ist kein Quark, oder? Nee, doch nicht. Ist kein Quark. Ich finde nichts. Och man, es gibt doch ganz bestimmt Sachen mit Kuh. Quadrat. Ein Quadrat muss ich finden. Ein Würfel, ein Quadrat. Ah, oh, was gibt's? So, ich bin im Do-it-yourself-Studio jetzt. Hier muss doch irgendwo Wolle sein oder so. Das kann doch nicht sein. Oh, Mensch. Ah, hier. Guck mal, das ist doch Wolle eigentlich, oder nicht? Ja, aber wie kriege ich das jetzt hier? Haben wir nicht hier den Würfel? Ja, hier. Und den nehme ich jetzt einfach. Den hätte eigentlich auch Kahn gut nehmen können, bei W. Aber irgendwas muss ich ja mitnehmen. Kahn? Ich glaube, er ist schon wieder in der Wolke. Nee, ich war im Do-it-yourself-Studio. Hallo, was soll das? Das ist meins. Das ist ein Quadrat. Nein, das ist ein Würfel, den habe ich mir schon gestartet. Hallo, her mit dem Würfel. Warum hast du den denn dann nicht genommen? Weil er da liegt, weil ich diesmal da sammle. Ach so, du sammelst da. Ja, ich muss ja nicht in der Wolke sammeln, oder? Oh. Hat mir das gesagt. Ja, dann habe ich ja gar nichts. Mir fehlt nur noch eine Sache. Was kann sich denn hier genommen? Was ist das denn? Ach toll, dann habe ich gar nichts. Dann muss ich mal weiter auf die Suche nach meinem Quadrat gehen. Oder... Hier gucke ich gerade rein. Das sind auch so von unseren Zelten. Hier so Zeltstangen. Da haben wir noch so eine Toilettenbürste. Vielleicht ist hier noch was im Kühlschrank. Ah, natürlich. Nee. Jetzt weiß ich's. Weißer Bastelkleber. Hier ist noch mal so ein Quark. Damit habe ich meine 5. Komm, Quark-Joghurt-Creme steht doch da drauf. Den nehme ich jetzt einfach. Was? Ja, wollen wir uns dann hier hinten treffen? Ja, ich komme. Ja, Kahn kommt. Er hat anscheinend 5 Sachen gefunden. Ich habe eine Sache gefunden und die gehört mir noch nicht mal. Die habe ich einfach aus dem Kühlschrank geklaut. Aber ja, mal gucken, was Kahn hat. So, dann zeige ich dir jetzt mal meine Sachen mit W, ne? War das ja? So, und zwar nimmst du auf. Ja. Okay, du hast wahrscheinlich Quark gefunden oder so, ne? Ja. Ja, dachte ich mir schon, weil das das Einzige ist, was mir eingefallen ist. Okay, also, ich habe diesmal einen Würfel. Ja, den wollte ich jetzt Quadrat nehmen. Eine Wanne. Ach, stimmt, ja. Ja.
Wolle. Ja. Weißer Bastelkleber. Mhm. Und Wasser. Kahn, perfekt. Ja, endlich habe ich auch mal eine Runde hier gewonnen bei... Wie nennen wir die Challenge überhaupt? ABC-Challenge. ABC-Challenge, okay. Oder Suche nach Gegenständen. Ja, genau. Ich glaube, das reicht aber auch, oder? Ja, das reicht. Ich übernehme mal. Genau, diese Runde habe ich auf jeden Fall eindeutig verloren. Ich habe nur einen Quark gefunden. Ich wollte ein Quadrat. Ja, habe ich recht. Ja, aber du wolltest mir klauen. Und ich wollte hier, das habt ihr auch erst genommen, Quattel oder Quastel oder so. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber irgendwie dachte ich, das ist doch ein bisschen zu rund dafür. Diese Quasten sind so länglicher. Ihr habt gesehen, wir haben sehr, sehr viel interpretiert in die Sachen, ja, ne, wenn wir was gesehen haben. Aber das war auch die Challenge hier bei der ABC-Challenge. Das war die Herausforderung. Du hast aber insgesamt gewonnen, muss ich leider zugeben. Genau, ich habe 2 Runden gewonnen, du hast 1 Runde gewonnen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr noch eingesammelt? Auf was sind wir überhaupt nicht gekommen? Ja. Vieles ist hier auch so schwer, irgendwie Sachen zu finden. Ja, voll. Mir ist Wand eingefallen, aber dachte ich, wie soll ich eine Wand mitnehmen? Ja, genau. Wusste ich nicht. Aber trotzdem hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Nach oben. Gerne unseren Kanal abonnieren. So sieht's aus. Auf das kleine Glöckchen klicken, um kein Video von... Auf was? Glöckchen klicken. Glöckchen klicken, um kein Video zu verpassen. Yes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So sieht's aus. Ciao. Tschüss.